Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Inside Wall Street hier aus dem Studio der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Herzlich willkommen, Frau Navidi. Danke, Herr Koch. Wir haben am Donnerstag nun die Fragerunde überhaupt gesehen vor dem US-Senat, vor dem Bankenkomitee. Janet Yellen, die designierte Nachfolgerin von Ben Bernanke, wurde da nun zu ihrer Politik befragt und man kann sagen, sie hat sich äußerst vage gehalten. Sie kann natürlich auch noch in ihrer bisherigen Vizerolle vielleicht nicht die Politik jetzt vorgeben. Aber glauben Sie, dass ein Tapering, also eine Drosselung, noch in diesem Jahr stattfinden könnte? Das wäre äußerst unwahrscheinlich, denn Janet Yellen ist besonders besorgt um die Arbeitsplatzentwicklung hier in den Vereinigten Staaten. Und nicht nur sieht die nicht besonders rosig, auch wenn zeitweise, das geht ja mal von Monat zu Monat verschieden, zeitweise sehen wir auch bessere Zahlen. Aber was doch auch zu denken gibt, ist, dass die Gehälter nicht wachsen. Die bleiben auf einem relativ niedrigen Niveau und das ist ein Problem. Das trägt wahrscheinlich auch mit dazu bei, dass wir noch keine, oder ist einer der Gründe, warum wir noch keine Inflation sehen. Das trägt eher zu deflationärem Druck bei. Und wenn so viele Leute auf dem Arbeitsmarkt sind, die arbeitslos sind und auch dann gewillt sind, für viel weniger zu arbeiten, dann drückt das natürlich auf die Preise. Die FED sagt ja auch immer, sie muss eine stabile Verbesserung sehen. Wir sehen nun manchmal Ausreißer nach oben, manchmal Ausreißer nach unten. Aber ich habe das Gefühl, wirklich dieser stabile, positive Trend, den sehen wir noch nicht wirklich. Nein, genau. Und man hat eben Angst, also genau wie man in Deutschland zum Beispiel Angst hat vor der Inflation, das ist historisch bedingt, hat man hier in Amerika große Angst vor der Deflation. Das liegt an der Depression. Und man hat Angst, dass nicht genug Nachfrage besteht und dass Preise sinken. Und das Inflationsziel liegt bei 2% und wir sind jetzt bei knapp über 1%. Und trotz des ganzen Gelddruckens sehen wir da keine große Veränderung. Das ist ein Problem. Das Geld kommt nicht in den Kreislauf. Die Banken bleiben drauf sitzen. Und kleinere und mittlere Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen, bekommen keine Kredite. Schauen wir nochmal auf Janet Yellen. Sie ist ja schon 67, also auch eher am Ende ihrer Karriere. Das wird sicher der Höhepunkt jetzt noch einmal sein. Glauben Sie, dass die Janet Yellen irgendwie etwas ändern wird, vielleicht im Führungsstil? Was könnte sich da bei der FED verändern? Ich denke, zunächst einmal wird sie schauen, dass alles konsistent ungefähr so weitergeht, denn der Markt hat Angst vor Unsicherheit. Sie ist ja auch de facto Ben Bernanke sehr ähnlich in ihrem Denken und Handeln. Sie wird wahrscheinlich versuchen, die Kommunikation etwas zu verbessern. Bernanke hat im Vergleich zu Greenspan schon den Ton dort etwas demokratisiert und die anderen Mitglieder mit einbezogen in den Entscheidungsprozess. Das macht sie ausweislich ihres Rufes auch ganz besonders gut und stark. Aber man wird schauen, dass man erstmal vorläufig nichts macht, was die Balance irgendwie in der Marktwahrnehmung stören könnte. Wir sehen ja die Tendenz bei der FED, dass man immer mehr Informationen auch nach außen gibt. Das war ja früher eigentlich undenkbar. Ben Bernanke hat das auch immer weiter gepflegt. Denken Sie, dass wir das bei Janet Yellen auch hören oder wird es da vielleicht ein bisschen mehr Zurückhaltung geben? Sie wirkt ja sehr bedacht und jedes Wort scheint sehr genau überdacht zu sein. Also wird sie da uns mehr geben oder vielleicht wieder ein Stückchen zurück? Sie wird versuchen, den Kommunikationsprozess zu optimieren, denn was wir in der Vergangenheit gesehen haben, was nicht so gut gelaufen ist, ist, man wollte transparenter sein und hat damit auch durchblicken lassen, ungefähr wer wie argumentiert hinter den Kulissen. Und das hat zu Unsicherheit im Markt geführt, weil man das jeweils komplett immer unterschiedlich interpretieren kann. Sie wird wahrscheinlich versuchen, eine einheitlichere Nachricht nach außen zu transportieren, damit der Markt sich besser darauf einstellen kann. Wir hatten kurz angesprochen, Arbeitsmarkt ist so wichtig. Da hatten wir nun für Oktober sehr gute Zahlen gesehen, 200.000, also deutlich besser als erwartet. Eigentlich bräuchten wir zwar 300.000, aber davon sind wir nun doch weiter entfernt jeden Monat. Denken Sie, dass der US-Arbeitsmarkt da mit dieser positiven Einschätzung jetzt doch auf dem richtigen Weg ist oder war das nur so ein Ausreißer, wie ich es vorhin kurz gesagt hatte? Also einmal muss man sich anschauen, wie diese Zahlen bemessen werden. Es sind ja viele Leute, die aus der Statistik rausfallen. So kann man natürlich jede Statistik beschönigen. Leute, die aufgegeben haben, Arbeit zu suchen oder die schon ganz lange arbeitslos sind und rausfallen. Von daher, ich denke, der Arbeitsmarkt ist einigermaßen okay, aber er ist noch nicht toll. Und das ist auch das, was Janet Yellen meint, dass alles noch recht wackelig ist. Also man muss schauen, dass man irgendwie einen Umkehrtrend schafft, dass man etwas Schwung schafft, auch dass die Leute mehr Geld verdienen, dann haben sie mehr in der Tasche und können mehr ausgeben. Sie sprechen ja hier auch in den USA mit vielen Unternehmern. Wie ist da die Stimmung, gerade wenn wir auf Q4 gucken, das ja auch so wichtig ist zu Weihnachten, da wird sehr viel Geld ausgegeben. Ist die Stimmung besser, positiv, schlechter?
gemäßigt optimistisch. Man sagt, es könnte schlimmer sein. Alle sind froh, dass es so läuft, wie es läuft, weil es große Risikofaktoren immer noch gibt. Aber keiner rechnet damit, dass es besonders toll wird. Wir haben Zahlen von Walmart am Donnerstag gesehen, die haben enttäuscht. Zahlen von Macy's waren darum am Vortag wieder besser. Wenn wir auf den Black Friday gucken, erwarten Sie einen guten Einzelhandel zu Weihnachten in den USA? Ich werde mich bemühen. Das kommt drauf an. Ich denke, die Leute haben nicht wesentlich mehr Geld in der Tasche, aber sie haben auch nicht dieses unmittelbare Notgefühl. Trotzdem, Kredite sind immer noch weiterhin schwer zu bekommen. Ich denke, das wird ein durchwachsenes Ergebnis sein. Also Sandra Navidi, wir müssen da auch ein bisschen mithelfen und die US-Wirtschaft hier mit ankurbeln. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder hier aus dem Studio der New York Stock Exchange. Wenn Sie mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch auch auf unsere Webseite unter www.daf.fm.